Ja, ich darf euch jetzt ein bisschen mit hineinnehmen, was uns als neues Land gerade so bewegt. Und habe dazu auch ein paar Bilder mitgebracht. Und vielleicht kann das erste Bild schon reinkommen. Genau, weil da seht ihr einfach nochmal für die, die das neue Land nicht kennen. Das neue Land ist eine christliche Drogenarbeit und wir feiern im nächsten Jahr 50 Jahre. Ja, ist echt eine ganze Menge. 1972 ist es aus einer christlichen Teestubenarbeit hier in Hannover entstanden und der Applaus gebührt echt Gott, weil letzten Endes er der Initiator geworden ist. Und gestern hatten wir uns als Verein getroffen im Haus der Hoffnung, weil der Verein ist dieses Jahr schon 50 geworden und hat sich gegründet. Damals hieß es Katakombe e.V. Und es gibt noch vier Leute, die haben wir alle eingeladen gestern, die damals bei der ersten Vereinsgründung mit dabei waren. Genau, nächstes Jahr wollen wir dann, so Corona will und alles sich beruhigt hat, etwas größer feiern. Und hier seht ihr, was so im Laufe der Zeit entstanden ist. Also auf der rechten Seite unsere beiden Therapiehäuser in Schorborn und Amelit haben wir insgesamt 38 Therapieplätze. Und ich freue mich riesig, dass heute ein paar auch aus Amelit da sind. Also wir sind heute eine bunt gemischte Gruppe. In der Mitte seht ihr die Clearingstation, das Auffanghaus mit der Beratungsstelle, ist eigentlich unser Vereinssitz und unser Haupthaus. Und da sind auch ein paar Leute heute hier. Also dürft noch mal. Und auf der linken Seite hier seht ihr so alles, was den niedrigschwelligen Bereich ausmacht. Das ist die Streetwork, das sind unsere beiden Tagestreffs, Bauwagen und Bistro. Da ist eigentlich eine Menge passiert, wo ich auch einiges berichten möchte. Und viele kennen vielleicht unseren Bauwagen auch. Der war früher gelb, ist jetzt weiß-rot und ist direkt unter der Raschplatz-Hochbrücke. So ein bisschen so ein Leuchtturm, wo auch viele Bürger der Stadt Hannover stehen bleiben und einfach gucken, was ist das? Und steht groß drauf, Jesus Christus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und hier unten seht ihr das Haus der Hoffnung, das wir 2003 erworben haben, was sehr heruntergekommen war, ein jüdisches Baudenkmal. Und jetzt im August fangen wir mit dem Restausbau an. Also ist eigentlich fast alles fertig. Dort ist vor allen Dingen die Nachsorge, auch Computenz, unsere Fachstelle für den Medienbereich. Und wir wollen nochmal zwei weitere Wohneinheiten bauen, damit es insgesamt dann ungefähr 15 Plätze für die Nachsorge gibt. Und da geht es im August mit dem Restausbau los. Und wir haben einige Stiftungen, einige Spenden, sodass wir jetzt das Geld auch dafür weitgehend zusammen haben. Ja, dann geht es weiter. Ups, es sollte weitergehen. Ja, genau. Während der Corona-Zeit, also gerade im letzten Jahr, war es so gewesen, dass wir halt am Bauwagen innen drin nicht öffnen konnten, aber draußen wir viele Menschen bedient haben, die einfach was zu essen haben wollten, die ein Gespräch haben wollten. Und hier seht ihr so ein bisschen die Schlange mit gebührendem Abstand. Wir hatten in Spitzenzeiten 95 bis 100 Essen rausgegeben und haben ganz spontan dann eben auch draußen immer die Andacht gemacht, wo es erstmal was für die Seele gab und dann für den Körper. Und wo wir einfach merken, die Notsituation in Hannover ist größer geworden. Und wir sind als niedrigschwelliger Bereich auch in der Weise gewachsen, dass wir auch mit der Unterstützung der Landeshauptstadt tatsächlich Mitarbeiter einstellen konnten, mit dem Ziel, dass es vor allen Dingen tagesstrukturierende Maßnahmen gibt. Was verbirgt sich darunter? Darunter verbirgt sich, dass wir einfach noch mehr Gruppenangebote für die Betroffenen machen können, dass wir sie ein Stück weit in Beschäftigungs- und Arbeitsmaßnahmen reinbringen. Wir haben ja den sozialen Flohmarkt, wo wir jetzt anstelle von Flohmarkt auch den eBay-Verkauf verstärkt haben und einfach Leute dazu beitragen, dass es Wohnungsauflösungen gibt und dass die Produkte, die nicht mehr gebraucht werden, bei eBay reingesetzt werden und der Erlös 1:1 auch der Arbeit im niedrigschwelligen Bereich zugutekommt. Und von daher sind wir echt herausgefordert, weil viele Einrichtungen sich verkleinert haben während der Corona-Zeit, die Leute mehr auf der Straße waren und wir jetzt in der Streetwork einfach auch noch mehr als früher unterwegs sind mit kleinen Teams, die mehrmals in der Woche eben rausgehen. Und das seht ihr hier. Also hier ist es so, dass wir gerade an der Drogenszene am Amtsgericht sind, oft eben mit diesem Bollerwagen, der hat sich eigentlich auch vergrößert und wir haben jetzt auch ein medizinisches Set immer mit dabei, weil einfach total viele mit Wunden, mit alten Verbänden rumlaufen, den Weg nicht ins Krankenhaus finden, sich von Ärzten abgefertigt fühlen.
Und dementsprechend wir einfach merken, die Not ist zum Teil auf der Straße größer geworden. Und es ergeben sich immer wieder viele gute Gespräche und manche Intensivkontakte, wo wir dann auch weiter in den Bauwagen, ins Bistro ermutigen konnten, hinzukommen. Es gibt eine Umfrage in der Stadt Hannover, wo ich jetzt vorgestern die Auswertung erfahren habe, unter obdachlosen, wohnungslosen, süchtigen Menschen. Und die Umfrage ergibt, dass viele sich sehr unwürdig behandelt fühlen in Einrichtungen. Und das sind halt vor allen Dingen immer wieder auch die Notschlafbetten, die Massenlager, Einrichtungen, wo einfach ein Riesenbetrieb ist und nur ganz wenig Mitarbeiter sind. Und dementsprechend wir total froh sind, dass wir im neuen Land bislang immer wieder so arbeiten konnten, trotz der Größe, wo wir auch gewachsen sind, dass es familiär geblieben ist. Dass wir möglichst den Einzelnen sehen. Dass wir die Wertschätzung weitergeben, die wir selbst von Jesus empfangen. Und dass es da einen Unterschied gibt, weil wir eben ganz bewusst auch als Christen auf die Straße gehen wollen. Und die Stadt Hannover überlegt, wie sie Konzepte verändern können, wo einfach mehr Personal da ist und wo auch somit insgesamt andere Arbeiten mit mehr Würde, mit mehr Achtung zu den Menschen handeln können. Ja, hier seht ihr den Heiligabend. Nicht im Bauwagen möglich, aber auch vor dem Bauwagen. Es gab auch extra ein Lobpreisteam, was sich gebildet hat und wo 80 bis 100 Leute an dem Abend da waren und viele gesagt haben, wir sind so froh, dass wir bei euch vom Bauwagen bleiben konnten. Sonst musst du ja, wenn du das Essen genommen hast, schnell wieder auch gehen, weil die Nächsten dran sind. Und man konnte einfach sein, man konnte den Liedern zuhören, man konnte zusammen reden und das war ganz vielen sehr, sehr kostbar. Ja, das Themenfrühstück, wo ich ab und zu auch mit dabei sein durfte. Hier ist Hermann noch im Bild und dann gibt es jetzt auch ein russischsprachiges Themenfrühstück, was Alexander Fietz macht. Dabei geht es darum, dass wir in unserem Bistro, wo wir ja vorne so hauptsächlich den Bistrobetrieb haben, auch jetzt in der ganzen Corona-Zeit lediglich mit einer gewissen Begrenzung, dass wir im hinteren Raum, dass wir ein Themenfrühstück ermöglichen, wo man einfach zum Thema Glaube, zum Thema Gesundheit oder Sucht vorne einen Input bekommt und dann hinten im Gespräch einfach miteinander zusammen frühstückt. Und wir erleben völlig unterschiedliche Situationen. Manchmal ist es so, dass du so unterschiedliche Leute hast, der eine voll breit, der andere gerade eine heftige Schlägerei hinter sich, dass kaum Gespräch möglich ist. Also wo kaum so eine Gruppenfähigkeit da ist und wo du gucken musst, wie du dem Einzelnen gerecht werden kannst. Und dann wiederum gibt es aber auch Themenfrühstücke, wo eine total intensive Atmosphäre ist, wo man gegenseitig einfach von dem erzählt, was einem gerade schwer ist, wo man über den Glauben redet und wo man am Ende zusammen betet. Und plötzlich so eine Atmosphäre da ist, wo alle beten, ja, und wo einfach das Herz geöffnet wird zu Jesus und plötzlich so eine heilige Atmosphäre da ist. Also sehr, sehr unterschiedlich. Ja, hier haben wir das Beratungsteam, was sich auch neu gegründet hat. Viele, die das neue Land kennen, kennen noch Peter Genziert. Das war so das Urgestein in der Beratungsstelle. Selbst ein ehemaliger, der die Beratungsstelle mit aufgearbeitet hat, der ist jetzt in Rente und ein Team macht sozusagen die Nachfolge, wenn es um Beratung und auch Aufnahmevermittlung in Therapie und Clearingstation geht. Das leitet Tobias und eine von den vier Personen haben wir heute hier, das ist die Franzi. Und Franzi ist vor allen Dingen auch in der Prävention an Schulen tätig. Und da musst du natürlich auch komplett umdenken. Wir hatten viele Online-Veranstaltungen und wir gehen ja auch mit ehemals Drogenabhängigen ganz bewusst in den Unterricht. Auch in der Berufsschule, wo viele schon Drogenerfahrungen haben. Franzi, erzähl uns, wie ist das so? Genau, Präventionsarbeit. Vielleicht vorab. Ziel der sozialen Arbeit ist ja immer, sich selbst überflüssig zu machen, also sprich soziale Problemlagen zu beseitigen, damit wir nicht mehr gebraucht werden. Und ich glaube, Präventionsarbeit ist dabei ein wichtiger Teil, weil wir einfach schon versuchen, Schülern und Schülerinnen oder einfach Jugendlichen irgendwie sie aufzuklären, dabei zu helfen, keinen riskanten Suchtmittelkonsum zu entwickeln, keine Sucht zu entwickeln. Genau, wie arbeiten wir? Wir sind, hat Michael gerade schon gesagt, unterwegs so ab der 7. Klasse ungefähr bis zur Oberstufe, bis in Berufsschulen hier in Hannover und auch in der Region. Genau, sind bei manchen Schulen eigentlich jedes Jahr
fast eingeladen oder machen bei Projektwochen mit, wo wir dann das Ganze ein bisschen intensiver an die Schüler bringen können. Und das ist eigentlich immer ganz spannend. Je nach Altersklasse passen wir natürlich das Programm an, was in dem jeweiligen Alter gerade aktuell ist. Manchmal machen wir suchtmittelspezifische Veranstaltungen, zum Beispiel zum Thema Alkohol und Nikotin. Wir haben einen Mitmachparcours, der immer ganz gerne aufgebaut wird in der Schule. Ansonsten in den älteren Klassen geht es sehr viel um Austausch, um einfach ins Gespräch kommen, zu hören, Mensch, was haben die Schüler und Schülerinnen selbst schon für Erfahrungen gemacht? Was haben sie selbst schon miterlebt? Was sind die Gründe ihres Suchtmittelkonsums und welche Wirkungen und Folgen haben sie dabei schon erlebt? Was bei unseren Veranstaltungen immer sehr wichtig ist, ich glaube, man kommt ziemlich wenig voran bei Jugendlichen, gerade mit erhobenem Zeigefinger und Verboten. Deshalb ist es uns voll ein Anliegen, da wirklich ins Gespräch zu kommen, sich irgendwie auf Augenhöhe zu begegnen, zwar einfach Informationen weiterzugeben, aber dann auch so ein bisschen auf der persönlichen Ebene voranzukommen. Und deshalb nehmen wir eben auch immer jemanden mit, der aus seinem Leben erzählt oder die aus ihrem Leben erzählt. Und einige davon sitzen auch hier in den Reihen, die immer schon mal dabei waren. Das sind nämlich Leute, die bei uns Therapie gemacht haben, die auch selbst mal eine Suchterkrankung hatten und eben jetzt wieder im Leben stehen. Und die sind ein ganz wichtiger Teil unserer Präventionsarbeit, eine sehr große Unterstützung, wofür ich immer sehr dankbar bin, weil es, glaube ich, bei Jugendlichen viel, viel mehr ankommt, wenn Leute aus ihrem Leben von ihren Erfahrungen erzählen, von da, wo sie wirklich ganz tief gefallen sind, aber auch wieder von den Schritten, wo sie wieder aus der Sucht rausgekommen sind, was ihnen dabei geholfen hat. Und oft können sich Jugendliche eben da schon in den Anfängen auch irgendwie wiederfinden, Mensch, oh, was der oder die gerade erzählt, so fühle ich mich vielleicht auch gerade oder das habe ich auch schon mal erlebt. Und ich glaube, das hat immer große Auswirkungen. Und so sieht unsere Arbeit da so ein bisschen aus. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich das nicht alleine machen muss, sondern Experten an meiner Seite habe, die mir da mich unterstützen. Vielen Dank, Franzi. Offiziell sieht es die Schule nicht so gerne, wenn wir kommen und von Jesus erzählen. Aber wenn ehemals Drogenabhängige dann ganz natürlich von ihrem Glauben berichten, der ihnen während der Therapie oder wo auch immer geholfen hat, auszusteigen, dann ist das etwas, was sowohl Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte anspricht. Dann ist es so authentisch. Und das ist das, wofür wir als Neues Land auch stehen wollen. Wir wollen auf der einen Seite fachlich versiert sein und auf der anderen Seite alle Fenster nutzen, wo wir missionarisch tätig sein können und etwas von Jesus weitergeben können. Und die Clearingstation ist ja als nächstes, da ist ja so, dass wir auch einen Leitungswechsel hatten. Da unten seht ihr unsere neuen Hauseltern, die Sabine und der Christoph Erkens. Die sind gut gelandet und es ist auch total schön, Jorek, du bist ja auch gerade hier, ne? Dass wir Leute haben, die schon einfach wissen, wie der Laden läuft, die viel Erfahrung haben und dann auch die Hauseltern hier und da ein bisschen an die Hand nehmen können. Oder auch Jana, die mit dabei ist. Ich freue mich sehr, dass ihr heute alle hier seid. Und es gibt noch jemanden, der gerne etwas berichten möchte über die Clearingstation, das ist Axel. Axel, du hast erzählt, dass diese Gemeinde hier eine ganz besondere Rolle gespielt hat, als du in der Clearingstation warst. Ja, das stimmt. Ich bin vor jetzt fast 3 Jahren in der Clearingstation gestrandet. Nach 22 Jahren Drogensucht und ganz tiefer Verlorenheit, in die ich mich immer mehr hinein manövriert hatte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich, sag mal, alles verloren, alle zwischenmenschlichen Beziehungen, alles Materielle. Ich war mal beruflich sehr erfolgreich, trotz des Konsums. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich nur noch Schulden, stand vor so einem richtigen Scherbenhaufen. Und da bin ich in der Steintorfeldstraße 11 gelandet, eher zufällig. Ich hatte schon so eine Sehnsucht irgendwie nach was Neuem, nach Befreiung. Und ich hatte auch davon gehört, Jesus vergibt Schuld. Aber eine konkrete Vorstellung davon hatte ich nicht. Und das habe ich in der 11 erfahren. Ich liebe auch die Steintorfeldstraße 11 immer wieder, wenn ich die Leute sehe und wenn ich davon höre oder wenn ich mit Michael auch zusammen bin, mit Jorek, dann erfüllt mich, also bin ich so richtig erfüllt von so einer Liebe, weil ich in diesen Menschen ist mir das erste Mal Jesus begegnet. Was hat die CZH da für mich für eine bedeutende Rolle gespielt? Eine ganz bedeutende. Und zwar ein ganz
wichtigen Baustein hat das Christi-Zentrum Hannover geliefert bei meiner, ich sag mal, der Grundlagen der Befreiung. Ich habe in der 11 erstmal mit Anleitung von den dort Mitarbeitenden meine Schuld bekannt vor Jesus, habe da vom Kreuz im Andachtsraum gesessen, habe dort 1,5 Stunden wirklich, habe das lange vorbereitet, auch mir viele Gedanken gemacht, was habe ich alles für Mist verzapft, alles vors Kreuz gebracht und habe wirklich Vergebung meiner Sünden erfahren. Das war wirklich ein körperliches Gefühl. Also es war, ich bin danach schlafen gegangen, bin aufgewacht und es war so dieser schwere Rucksack, der war einfach ab, der war weg. Und dann kam aber ein anderes Gefühl zurück, was ich lange Zeit verdrängt hatte. Mit dieser ganzen eigenen Schuld, die ich angehäuft hatte, hatte ich aber verdrängt so ein Ursprungsgefühl, was ich schon seit der Jugend eigentlich hatte. So eine große Wut, eine Enttäuschung. Und also mir kam dann das Gefühl wieder hoch, als andere schuldig an mir geworden sind. Und wir haben, und dann habe ich darunter auch sehr gelitten. Das war dann wieder wie so ein Rucksack, der mich niedergedrückt hat. Und wir waren mit der 11 oft hier im Christlichen Zentrum Hannover. Ich muss sagen, grundsätzlich die allermeisten, die ich kenne, die aus einer Drogensucht kommen, die lieben das Christliche Zentrum Hannover, einfach auch wegen diesem ganz intensiven, gefühlsbetonten Lobpreis. Ich habe hier so das erste Mal auch so wirklich Gottes Gegenwart so extrem gespürt im Lobpreis. Und dann hat Thomas Bittmann hier gepredigt über Vergebung. Und das war, und dann hast du, Thomas, gesagt, stellt euch jetzt alle Namen vor, stellt euch alle Personen vor, die schuldig an euch geworden sind. Legt das vor Gott, lasst das los. Und dann habe ich einfach mitgemacht. Und da hat auch die Lobpreisband wieder gespielt, diese tolle Lobpreisband vom Christlichen Zentrum Hannover. Und dann habe ich wirklich losgelassen. Und dann ein ganz ähnliches Erlebnis wie zuvor, bei dem die eigene Schuld bekennen. Wir fahren dann, ich war danach ganz fertig und aufgelöst, fahren wir in die Steindorf-Feldstraße, haben zusammen Mittagessen, ich lege mich hin, wach auf und pff, war einfach weg. Und dann sind mir einige Personen, auf die ich so eine Wut hatte, sind mir sogar in den Kopf gekommen und auf einmal dachte ich, habe ich aus ihrer Perspektive, irgendwie taten sie mir selber leid. Und also es war ganz extrem, was ich dort erlebt habe. Und da möchte ich noch dazu sagen, ich bin nach wie vor bei Jesus in Behandlung. Ich darf mich jetzt, ich darf mich jetzt selber auch ins neue Land einbringen. Ich bin Jurist und ich habe jetzt gemeinsam mit dem Vorstand eine neue Fachstelle für Sozial- und Schuldnerberatung aufgebaut und kann dort heute auch vieles zurückgeben. Aber trotzdem so eine lange Drogensucht, ich war hochgradig kokainabhängig, das zieht auch lange Schatten mit sich. Und diese Schatten, die kommen auch immer wieder hervor, auch insbesondere in der Nacht, auch im Alltag. Und da muss immer wieder irgendwie, ist Jesus mein Licht, was die Schatten vertreibt. Und zu seiner Behandlung gehört auch immer dazu, jeden Sonntag gucke ich den Gottesdienst vom Christlichen Zentrum Hannover, jeden Dienstag House of Prayer. Ich habe also seit, insoweit war für mich auch ein bisschen Corona ein Segen, weil ihr da angefangen habt, diese Online-Gottesdienste zu machen. Und ich habe eine ganze Zeit lang immer erst meine Heimgemeinde besucht, dort bei mir in der Region, und dann im Anschluss was gegessen und dann immer die Wiederholung vom Gottesdienst am Sonntag geguckt. Und dienstagsabends bin ich auch immer mit dabei und das ist meine Medizin. Ja, danke Jesus, aber auch danke Neues Land und danke Christi Zentrum Hannover. Das tut doch mal gut zu hören, oder? Wie weit doch euer Radius reicht. Ich dachte auch, als ich heute Morgen hier den Raum gesehen habe, okay, es sind einige leere Plätze, aber das Tolle ist, wir sind verbunden mit denen, die am Bildschirm sind. Wir sind verbunden mit den Gemeinden, die jetzt gerade in Hannover auch Gottesdienst feiern. Und wir sind verbunden weltweit. Das heißt, wir sind wirklich nicht allein. Und das finde ich immer toll, sich auch zu vergegenwärtigen. Und danke, Axel. Ja, wir machen weiter mit der Therapie. Hier ist Amelit zu sehen, das schöne Amelit. Es ist wirklich sehr entspannend dort. Meine Frau und ich waren vor kurzem für 3 Tage da und sind dort durch die Natur des Frühlings gegangen und haben es sehr genossen, die Stille, kein Güterbahnverkehr, kein Stadtverkehr. Es war wirklich eine Ruhe dort, also auch ein Ort zum Aufatmen. Und zu Amelit möchte ich den Alex nach vorne bitten. Alex, du hast Therapie in Amelit hinter dir, bist in der Nachsorge. Erzähl uns ein bisschen, wie war Therapie für dich? Die meisten wissen auch nicht, wie Therapie überhaupt funktioniert. Also was waren für dich vielleicht kurz zusammengefasst Meilensteine in der Therapie, die dir geholfen haben, suchtfrei zu werden? Also Meilenstein war für mich persönlich, ich habe mich
vor 17 Jahren bekehrt, habe Jesus kennengelernt, bin frei geworden, war 13 Jahre clean, bin rückfällig geworden und mir ist es sehr schwer gefallen, aufzustehen. Mir ist es sehr schwer gefallen, den Weg wieder zu Gott zu finden, einen Zugang. Und da wieder durch Hilfe der Mitarbeiter einen Zugang zum Glauben, einen Zugang zu Gott, auch Vertrauen, wieder neu Vertrauen zu finden zu Menschen, das war für mich ein sehr großer Meilenstein. Ein weiterer großer Meilenstein, ich bin mit meiner Frau in Therapie, meine Frau ist auch eine ehemalige, und da auch wieder neue Beziehungen zu bauen, neue Ehe zu leben, bin ich immer noch, sind wir immer noch dabei, aber es war auch so ein Meilenstein, der einfach enorm wichtig war, da mal ranzugehen. Ja, ich erinnere mich immer, also gerade als der Axel erzählt hat, musste ich auch an die Elf denken, Jurek und die Jana können sich noch erinnern, wir sind damals angekommen, alle beide so entzügig, so dermaßen entzügig, ich war nur da über dem Küchenwagen gehangen, den Arm runter, der Jurek hat irgendwas erzählt, ich habe nur gesagt, lass mich doch bitte in Ruhe, Jurek, ne? Ich kann nicht mehr. So, und das war auch, muss ich auch dazu sagen, das war auch wirklich so ein Meilenstein, ne? Das auch mal zu überwinden und zu sagen, ey, ja Gott, na, ich weiß, dass es dich gibt, ich will wieder bei dir landen und ich gehe nicht, nur weil es mir schlecht geht. Und das war so genial, auch Menschen zu erleben, die mein Misstrauen spüren, die mein Misstrauen, na, dem ich mein Misstrauen auch entgegenbringen konnte und die trotzdem für mich da waren. Erzähl uns noch ein bisschen, was in der Therapie dich fit gemacht hat, dass du aus diesen, gerade auch aus dieser Schwere rausgekommen bist und wie du heute lebst. Also was dich heute auch im Rahmen der Nachsorge motiviert, was vielleicht für dich die nächsten Perspektiven sind. Also ich glaube, jetzt wirklich fit gemacht, das war ein langer Weg. Das ging nicht von heute auf morgen. Also ich habe immer gedacht, es hört gar nicht mehr auf. Ne? Auch viele Gäste, die jetzt noch auch da sind, ne? René vor allem zum Beispiel, der hat mich damals erlebt. Ne? Ich war wirklich wie ein Schluck Wasser immer da gehangen. Ne? Wie so ein Opa, genau. Und das war echt, also ich muss sagen, das ist heute noch ein Prozess, ne? Da rauszukommen. Aber ich muss sagen, Gemeinschaft hat mir das sehr geholfen. Partner zu haben, wo ich wirklich auch hingehen kann, wo ich offen reden kann, aber auch Menschen, die mich ganz ehrlich und offen darauf ansprechen, wie sie mich erleben, wie sie mich sehen und dann auch hilfegebend eben dastehen. So, und jetzt, also es hat, ich muss ehrlich zugeben, das hat bei mir relativ lange gedauert, dass ich mich wieder angefangen habe, in der Gemeinschaft wohlzufühlen. Und jetzt ist es eine Hilfestellung. Und was mich auch sehr motiviert, muss ich sagen, ist, ich hatte das immer sehr auf dem Herzen, Gott zu dienen. Ich habe das verloren, weil ich da in der Gemeinde, wo ich herkomme, auch echt viel Blödes erlebt habe. Aber mein Herz hat so, als ich jetzt in die Nachsorge gekommen bin, war ich auch in Ahlem mehrmals, auch habe mit Michael geredet, bin da dann nach langer Zeit auch wieder mit auf die Szene gegangen und da habe ich auch gemerkt, Mann, na, mein Herz brennt noch dafür. Ich will wieder zu den Verlorenen, ich will wieder zu den Menschen, ich will das, was ich erlebt habe, auch weitergeben, dass es auch eine zweite Chance gibt. Und wir sind sehr am Schauen, meine Frau und ich, und sind dann erst in Ahlem, wie gesagt, gelandet. Und jetzt gehen wir so ein bisschen in eine andere Richtung, Richtung Erfurt. Da ist auch eine christliche Arbeit. Und das motiviert mich sehr, weil das ist auch so ein gemeinsames Ding, was sich auch mit dem neuen Land gemeinsam entwickelt, wo wir auch Hilfestellung kriegen, wo uns auch ehrlich gesagt wird, wo wir hinschauen müssen, wo uns ehrlich gesagt wird, na, wie wir gesehen werden, wo wir auch in der Ehe noch weiterarbeiten müssen. Aber es ist auch gleichzeitig, na, eine große Motivation, Gott hinter uns zu haben, Mitarbeiter hinter uns zu haben, Menschen, die uns wohlgesinnt sind, die uns da auch wirklich helfen. Vielen Dank, Alex. Ja, also ihr hört deutlich heraus, dass Therapie nicht mal so eben nebenher läuft, sondern wirklich auch Zeit braucht. Und die Therapiezeiten sind ja immer kürzer geworden. Wir hatten früher mal 18 Monate, dann 12 Monate, jetzt sind es 9 Monate. Und das ist eben auch der Grund, warum wir merken, wie wichtig die Nachsorge ist. Und da haben wir in den letzten Jahren auch investiert. Und gerade ihr in Amelit, ihr platzt ja fast aus allen Nähten. Schorborn auch. Und von daher ist das unser großes Projekt seit über einem Jahr. Wir nennen es Schutzhütten bauen. Wenn es darum geht, auch von Jesus als Hirte, einen Hirtendienst,
wo wir aber nicht die Hirten für die Leute sind, sondern gerade auch die, die zu uns kommen, Therapie machen, dass sie selber zu Hirten auch werden. Und der Gedanke, dass eben wir deshalb mehr Raum brauchen, wir haben jetzt zwei Häuser gekauft, eins in Schorborn, eins in Amelit. In Amelit, das ist ein riesen Aussiedlerhof, wo auch viel Arbeit und viel Investition warten. In Schorborn, das werden 6 bis 8 Plätze ungefähr wahrscheinlich sein. Und das bedeutet, dass insgesamt wir einfach merken, in der Nachsorge und in dem, dass man manchmal 1, 2, 3, manchmal mehrere Jahre einfach noch in Gemeinschaft ist und von dort aus Schritt für Schritt auch Heilung erlebt, in der Behandlung in Jesus bleibt. Und wir haben also dieses Motto Heilung durch Berufung, wo es darum geht, dass da, wo ich meinen Weg finde, meinen Platz finde, dass dort gerade eben die Heilung liegt, dass dafür Räume da sind. Und wenn ihr mehr über diese Schutzhütten wissen wollt, im aktuellen Rundbrief von uns steht eine Menge drin. Den habe ich mitgebracht, der liegt im Foyer aus. Und auch der neueste Ausweg, wo ehemals drogenabhängig von dem berichten, wie sie drogenfrei geworden sind. Und ich sage immer, lesen und weitergeben. Also, dass ihr letzten Endes den Ausweg nicht behaltet, sondern guckt hier in Hannover, wo kann ich Ihnen jemanden in die Hand drücken, der dadurch ermutigt wird. Es sind so viele, die durch den Ausweg angesprochen worden sind. Und darum erneuern wir ihn auch immer wieder, weil es auch unser Instrument ist, um auf der Szene unterwegs zu sein. Ja, was den Medienbereich angeht, so hat sich durch Corona auch eine Menge verändert. Wir merken in der Beratung, wie viele Familien betroffen sind, weil durch Homeschooling sich so viel verändert hat und plötzlich Tagesstruktur weggebrochen ist. Kinder und Jugendliche sich im Detail verlieren, bei den Hausaufgaben und sonst wo überfordert waren und einfach ganz viele Fragen da sind. Und wir gehen davon aus, dass auch der exzessive Medienkonsum dadurch zugenommen hat. Und ein Kollege von mir, der Daniel Rose, ist gerade in Schorborn auch in der Therapieeinrichtung, weil wir dort die Module verbessern wollen für Medienabhängige, die bei uns Therapie machen können. Und das betrifft den Bereich Pornografie, das betrifft den Bereich Computerspiele, das betrifft den Bereich soziale Netzwerke, wo einfach dann doch auch viele auch in eine Sucht hineinrutschen und dort aktive Hilfe brauchen. Ja, und dann komme ich auch schon zum Schluss. Es ist so, dass wir neben dem, dass ich heute ein bisschen Literatur mitgebracht habe und mich über jeden freue, der sich auch auf die Liste einträgt. Also wir schicken entweder die Mitteilungen zu alle 4 Monate oder man kann sie auch per E-Mail bekommen. Und es ist schön, wenn ihr gerade so im Gebet an uns dran seid, indem ihr unsere Mitteilungen bekommt. Aber wir haben auch seit kurzem einen YouTube-Channel und da könnt ihr verschiedene Seminare auch mitbekommen. Da steht also ein Seminar, 30 Minuten, ist über Computenz, über den exzessiven Medienkonsum, welche Auswirkungen wir durch Corona erleben, welche Studien es gibt dazu und was das auch für uns für die Zukunft bedeutet. Ein anderes Seminar ist über die Schutzhütten, wo ihr live mitgehen könnt in diese neuen Räumlichkeiten und vor Ort sehen könnt, was das für Häuser sind und was aus ihnen werden sollen. Ein nächstes Seminar ist die Angehörigenarbeit. Wenn man Leute hat, die süchtig sind in der Familie, was kann ich tun? Und unseren Tag der Begegnung. Den hat es diesmal digital gegeben, den könntet ihr dort auch bekommen. Außerdem sind wir auch bei Facebook und seit vorgestern bei Instagram. Es steht noch nichts Besonderes drauf, aber man kann es ja letzten Endes abonnieren, folgen und von daher, wenn ihr Bock habt, dann macht das sehr gerne. Ihr werdet dann wahrscheinlich der 3. oder 4. Abonnement oder wie man es nennt, Follower, weil es eben noch ganz frisch ist. Vielen Dank, dass ihr so seit Jahren mit dabei seid. Das tut uns total gut.